Michael Zörer, ihr macht eine Benefizveranstaltung, ob es von Dutzend, am 21. Oktober. Es geht um ein Spital in Indien, im Norden von Indien. Wo genau ist das Spital? Das ist im Bundesstaat Assam. Helen ist Dortschaft. Und ich habe mich angesprochen gefühlt, da ich im Vereinsmitglied bin, im Vaduz, den Verein zu unterstützen. Das ist eigentlich der ärmste Teil von Indien, wo die Sterblichkeitsrate am höchsten ist, von Kindern und Müttern. Und habe das Gefühl, dass ich mit diesem Anlass kann ich einfach ein bisschen etwas bewegen. Der Part ist für den Verein Wasserversorgung, wo ich gefasst habe, um zu schauen, dass man dort sauberes Wasser für das Spital bekommt. Es ist die Voraussetzung für jedes Spital, Strom und Wasser. Apropos Wasser, bei dir sprudelt es nur gerade so, wenn du erzählst. Es geht um ein Spital in der Region, also in der Ortschaft Helem, eben in Nordindien. Und warum denn gerade Indien? Indien ist für mich natürlich ans Herz gewachsen, da ich das mit der Frau mal bereisen konnte, vor 3 Jahren. Und ist für mich natürlich von der Kultur, von den Leuten her, vom Essen her, sensationell. Es ist wie alles, man muss es probieren. Dann kann man urteilen, ich habe probiert. Sie hat mir mehr als nur zugesagt, wie gastfreundlich, trotz der Armut, die die Leute zeigen und man es sieht. Von dem her war es für mich eigentlich naheliegend gewesen, nachher das Restaurant Schlössli Mahal mal zu besuchen. Indisches Essen, ein Kulturgenuss pur. Und dann, in dem Schlössli da findet es statt? Und da haben wir dann quasi den Verein kennengelernt. Aha. Und im Verein selber findet am 21. Diwali Lichterfest statt. Jawohl. Das ist am Viertag, wo die Inder feiern. Ich wollte dann die Gelegenheit nutzen, am gleichen Tag, um die einen, die Kunst und Essen kombinieren wollen, oder sowohl als auch, dass man dort ja, das Publikum gerade hat. Und wer nicht isst, geht vielleicht die Kunst genießen. Und wer Kunst nicht genießt, geht essen. Das Essen findet im Schlössli Restaurant statt. Und in der Spörihalle ist die Kunst. Aha. Da ich über 100 Objekte habe, bringe ich das gerne im Schlössli unter im Restaurant. Ja. Also war für mich die Ausweichmöglichkeiten dort gewesen. Aber es ist sowohl zu Fuß wie natürlich mit dem Auto sehr gut zu erreichen. Gibt es denn Preise bei den Bildern? Oder? Die Preise sind alle festgelegt. Im Katalog hinten hat es. Es ist hier online geschaltet. Es sind alle Objekt bis auf die letzten 10, 20 Bilder, die ich jetzt noch zusammentrage, bis es wirklich losgeht, habe ich immer noch Leute, die gerne. Also die Preise sind im Katalog hinein? Sind dahinten, ja. Gut, dann blättern wir mal ein kleines bisschen im Katalog. Wenn wir es in dem Katalog drin blättern, eben ein Haufen Kunstwerke sind, da sind Preise drin, die kann man also kaufen. Und was kriegt es der Künstler rüber und was kriegen die rüber und was geht nachher wirklich weiter? Sagen wir mal, ein Kunstwerk kostet jetzt 100 Franken, um es einfach zu machen. Ja, da hat der Künstler freizügig und grosszügig, wie alle eigentlich, die ich zusammentragen können über Künstlerinnen und Künstler, frankenlos in dem Sinne der Künstler. Ich biete mir einfach eine Plattform für viele andere Künstler, um sich gleich präsentieren können. Das ist sein, wie soll ich sagen? Also für das Bild kriegt er nichts über? Für das Bild kriegt er nichts. Oder für die Bronze auch nicht? Nein, oder? Also es ja. ist kein Künstler, der irgendwelche Frankenbeträge überkommt. Das ist reine Spende vom Künstler. Und der Gesamterlös ist festgelegt mit dem Preis. Kann natürlich jeder selber natürlich etwas drauflegen, ist sehr willkommen. Weil es ja zu 100% in die Vereinskasse geht. Das heisst, das wird auch zu 100% eingesetzt. Da haben wir keine Administration oder so. Das wird dann aufgeteilt. Notwendigkeit Medikament, Notwendigkeit Ärzte zum Zahlen. Und dann bringst du das Geld dorthin? Gehst du noch her? Du bist ja selber noch nie da gewesen, gell? Nein, ich würde das im April machen und würde das Spital besuchen gehen, dass ich einfach dann mal von dir sehe, wie ist es vor Ort. Und natürlich vielleicht auch immer wieder einmal zu gehen, um helfen können. Jetzt ist es einmal einfach zum Kennenlernen, sehen, wie es läuft, wie weit ist es, was kann ich vor Ort noch sehen und vielleicht einbringen und verbessern. Das ist so ein Ziel damit. Aber es wird nicht finanziert über den Kunstverkauf, sondern alle, die dort reisen, zahlen alles aus eigener Tasche. Aha, eben. Da legst du Wert auf, 100% soll weitergehen. Genau. Also, du bist in Waadt aufgewachsen, bist Schreiner, nachher bist du so im Gärtnerei Landschaftswald tätig gewesen, jetzt arbeitest du quasi beim Feuerer, also fliegst Kühlschränke etc. und so weiter. Also bist du insofern ein vielseitiger Fachmann. Kannst du dir so gerne vorstellen, einmal da die Schulstrasse 25 Buch so ein bisschen liegen lassen und mal auf Indien gehen, arbeiten zu gehen? Ja, es ist schon immer so ein bisschen im Hintergedanken,
irgendwie das können zu bewerkstelligen, mitunter Frühpension oder schauen, dass man kann sagen, ein halbes Jahr ist man da und ein halbes Wärmen weg. Hast du ein Kind? Ich habe einen Junior, jawohl, der ist erwachsen, ist dieses Jahr gerade zur Lehre rausgekommen. Macht der auch mit? Kommt er mit? Das müssen wir dann noch mal genauer abklären, über seine Feinelektronik-Geschichte auch einbringen. Wenn du auf Indien gehst, gehst du schon wieder mit deiner Frau zusammen. Auf jeden Fall. Ja. Also, ihr sind beide angefressen von dem Helfen. Ja, also ich und mir wie die Frau. Ich bin einer, der auf die Leute zugeht, nicht scheu ist, zum Fragen. Mein Motto ist immer, wer fragt, wird deutsche Sinne, nicht positiv oder negativ. Wird man komisch angeschaut, wenn du mit dem kommst? Nein, eigentlich nicht. Es sind viele, die dann einfach mit meiner Art vielleicht einfach eher ein Ohr noch haben, um weiterzuhören. Es ist keiner, der sofort blockiert hast und sagt, nein, das will ich nicht oder das lassen wir nicht an. Im Gegenteil, es ist vielleicht nicht gerade die Freizügigkeit, gerade, dass man sofort eine Spende bekommt, aber immerhin, man nimmt es entgegen und sagt, wohl, wenn ich ein paar Franken habe, wo ich weiterspende, lieber einen Verein, wo man dahinter eine Person kennt und dann sozusagen das Geld gibt, lieber dort als anonym, wo im Briefkasten kann. Und ja, man hat kein Gesicht dahinter, man sieht einen Haufen, der über die Fernsehberichte quasi versandet und nicht ankommt. Und da implantiert man oder bezieht man sich dann auf das Geld, das man selber vielleicht gegeben hat, das dann nicht ankommt. Und das ist das, was die Leute nicht gerne haben.